Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 mit Revolution. Und wir sind immer noch dabei, das dunkle Chaosportal zu zerstören. Sobald wir hier die Chaosanhänger da oben erledigt haben. Damit wir an den unseren Verdauungstümpel hier hinten kommen. Unser Schwarm ist im Augenblick immer noch nicht besonders ansehnlich, aber das wird sich jetzt gleich ändern, wenn wir die Festung da eingenommen haben. Dann holen wir uns noch ein paar Symbionten und noch mehr Krieger. Naja, Kampf der Giganten, Chaos Cyborg gegen Tyrantenwache. Ach, der hat auch meinen Zorn. So. Jetzt können wir ja hier die guten Sachen rufen. Einmal Kriegerbrut. Und für den haben wir noch nicht genug Ressourcen für den Symbiontenschwarm. Und ja, die Krieger werden da einfach rausgekotzt. Wir haben nicht genug Bevölkerung für einen Symbiontenschwarm. Und das liegt daran, dass wir hier irgendwo noch... Nö, haben wir gar nicht mehr, die ist kaputt. Was kostet der denn? 18 und wir haben nur... Gemeinheit. Müssen wir halt mit Thermaganten vorlieb nehmen. So, jetzt schalten wir erst einmal hier die Sachen aus. Und jetzt haben wir erst recht nichts mehr. Das Portal wird angegriffen! In die Schlacht! Ja, in die Schlacht ist gut. Denn wir schlachten euch alle ab. So. Jetzt weiter auf das Portal. Da stehen wir nicht. Dämonen des Korn, kommt! Ein Festmahl aus Schädeln und Blut erwartet euch! Den gebe ich auch wieder die Verbesserung. Jetzt heißt es erst einmal, die Altare hier ausschalten, weil sonst kommen immer mehr wie heißen sie, Jungs? Zerfleischer, genau. Das sind böse, böse Korndämonen. Die eigentlich fast schon meinen Kriegern und Venatoren ebenbürtig sind. Vor allem ziemlich stark sind eigentlich. Genau. Kommt ruhig und sterbt. Sieht man auch an dem Hammer-Symbol, das ist schwere Nahkampfinfanterie. So. Den ersten Schrein haben wir ausgelöscht. Jetzt steht da drüben noch einer, den wir auch auslöschen sollten. Hier wollten sich, glaube ich, gerade Zerfleischer hin teleportieren. Keine Ahnung, wo die bleiben. Gehen wir einfach mal an dem Portal vorbei, bleiben nicht direkt davor stehen, sondern gehen einfach vorbei und schießen auf alles, was Chaos ist. So, genau. Und dann zerstören wir noch die Beschwörungsschreine. Den da und den da. Und haben sogar einen Stufenaufstieg dafür gekriegt. Auch mit unserem Schwarmlord. Ja, haben wir. So, die Zerfleischer, die da hinten sind, erstmal ausschalten, auch wenn sie nur dumm rumstehen. Was auch immer das hier für einen Sinn macht, weil die Kanone kann nicht feuern unter der Edorf-Barriere. Also können wir die getrost ignorieren. So, jetzt ist mir auch das Chaosportal da. Ist im Weg. Truppenmäßig können wir nichts anfordern, außer vielleicht Absorber. Brauchen wir aber nicht. Oh, da kommen doch noch Gegner.
Na komm, versuchen wir es nochmal mit der Tyrannidenspore. Zoanthrop ist weg, dann kommt dann halt die Symbionten. Kommen halt Symbionten, die sind hinterher. Oh, aua, das sieht. Das sieht böse aus. Was ist da rausgekommen? Habitex, Homagun. Im Augenblick herrscht da das, das reinste Chaos mit diesem Chaos-Spiel. Nein! Nein! Blasphemische Halunken! Brüder, ihnen nach! Lasst sie nicht entkommen! Aha, wir haben euer Chaos-Portal zerlegt. Was macht ihr nun? Panisch rumrennen. Was habe ich denn verloren? Einen. Meine Symbionten habe ich schon gleich wieder verloren. Voll. Ach, und meine Ganten. Was macht der so ein Trupp? 20 Bevölkerung. Ich könnte theoretisch noch einen Symbionten-Trupp. Das geht nicht. Nein, Bevölkerung ist okay. Hm. Die kosten 18. Dann müssen Ganten ran. So, alle Truppen mal in der Nähe der Festung sammeln, dass sie sich heilen können. So, Ganten habe ich jetzt auch. Thermagantenorte neu entstanden. Ja. Sagt er auch neu entstanden. Die sind nicht geschlüpft, die sind einfach entstanden. So, jetzt habe ich wieder etwas, was nach einem Schwarm aussieht. Endlich mal. Ich glaube nicht, dass die Zoanthrope in Zukunft weg der. Braucht mir zu viel Bevölkerung, dass das was so bringt. Ist mir ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt, und hält zu wenig aus. So, und jetzt müssen wir diesen Weg hier herum zurück zum Portal, weil hier ja alles eingeeist ist. Dieser Weg. So, jetzt haben wir hier nochmal Gegner in Gebäuden. Ja, ja, das tolle Chaos versteckt sich wie Feiglinge in Gebäuden. Hallo, neues Marines, sagt hallo zur Tyrannenwache, die ihr nichts anhaben könnt. Theoretisch könnte ich ihnen jetzt noch das letzte Upgrade geben. Aber ich es fast schon nicht mehr brauche. Energie-Upgrades, so. Oh, da walzt so ein Chaos-Bestie. Wie heißt die Jungs nochmal? Zerstörer? Sag bloß, das ist schon tot. Ich wollte nicht mal nachgucken, wie das Vieh heißt. Oh, das ist schon tot. Gemeinheit. Ach, das Nest können wir noch einnehmen, obwohl ich nie bezweifle, dass wir es noch brauchen werden. Komm schon. Dich habe ich gar nicht ausgewählt. Ich habe euch alle ausgewählt. Zurück zum Verdauungstümpel, ja. Man sieht schon, wir haben da sogar unser Nest verloren. Also scheint da was Böses zu sein. Ressourcenpunkt erobert. Ah, gucken wir mal. Ah, da sind zwei von Zerschmetterern, heißen die. Ja, die zerschmettert ziemlich gut. Die töten gleich meine Symbionten. Gut nämlich. Deswegen ziehen wir sie mal zurück zum Schwarmlord, dass sie sich regenerieren können. Also die Symbionten sind nachher richtig praktisch, wenn sie sie auch in der Bewegung infiltrieren können. So, 5 Stück dürften es mal reichen. Der letzte dürfte nachproduziert werden. Zurückkommen zum Verdauungstempel. Töten Sie den Cyborg und die neuesten Minions. Haut des roten Schreckens. Die Blutgröße. So. Die paar Chaos-Kultisten sind tot. Und die Gegner sind auch tot. Und jetzt haben wir den Verdauungstümpel.
Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Eiswerk Minus, Einsatz abgeschlossen. Einsatz erfolgreich. Sporenminenabwurf. Lässt Sporenminen abwerfen, die beim Aufprall explodieren und feindliche Infanterie unterdrücken. Ah, das ist praktisch. Das ist nämlich wieder so eine globale Fähigkeit wie unser Geschützturm da, unser... Ich habe vergessen, wie das Ding heißt. Gesundheit plus 150, Distanzschaden plus 4,4, Nahkampfschaden plus 4, Energie plus 10. Ja, Level up. Und wir haben 3 neue Sachen bekommen, die ich dann gleich mal in der Ausrüstung vorlesen werde. So. Ja, das tolle Chaosportal. Das Chaos sollte doch wissen, dass... Ja, Chaos sollte es doch besser wissen, dass man sich nicht mit Tyranniden anlegt. Die überrennen einfach alles. Genau. So. Verbesserte Infiltration wollten wir, weil ich will den Marktinliktor nicht so unbedingt. Die Fähigkeiten, die der hat, sind noch unnützer als die vom Zoanthrop. So. Ordensfestung Celion wäre das nächste Ziel und da können wir den Carnifex freischalten endlich. Ah, das ist gut. Jetzt aber erst einmal gucken, was wir hier haben. Erstmal haben wir eine Neuralfresser Würgedorn-Kanone, die ist Stufe 9 und benötigt dann wahrscheinlich auch Stufe 9. Ja, da unten steht es. Als stärkere Ausgabe des Stachelwürgers feuern Würgedorn-Kanonen größere, stärkere und aggressivere Saatkapseln ab. Klingt lecker. Die stacheligen Fangarme der Kapseln winden sich in die Öffnungen jeder Rüstung und zerreißen das Opfer. Wie nett. Und Haut des roten Schreckens, die klingt richtig böse. Beim Töten regeneriert Gesundheit und steigert kurzzeitig die Geschwindigkeit. Macht das was Besonderes? Ja, plus 35 Schaden bei Einheiten, die Fahrzeuge sind. Also auch, dazu zählt auch unsere Tyrantenwache. Dieser unverwechselbare rote Chitinpanzer wurde zuerst von den Minenarbeitern von Devlan an dem roten Schrecken genannten Venator gesehen. Die bizarre Chitinrüstung reagiert auf das Blut ihrer Opfer, indem sie bei jeder Tötung den Schwarm dort heilt und seine Geschwindigkeit und Reflexe verbessert. Ah, das klingt sehr gut und hat einen Rüstungswert von 95. Das hier ist ein... die Warp-intensive Medulla, evolutionäre Erweiterung der Form des Schwarmlers, die ihn im Kampf effektiver werden lässt. Ja, sowas ähnliches hatten wir schon mal. Das macht die Energieregeneration um plus 2 höher. Wie hoch ist sie denn im Augenblick? 1,4, das wäre mehr als das Doppelte. Aber im Augenblick tausche ich lieber die Sporenminen gegen was tausche ich die aus? Erneuerung, können wir das abwerfen? Nein, können wir nicht. Angreifer in der Nähe erleiden Schaden. Sortieren wir mal kurz ein bisschen. Also die Sporenminen, die kann ich wahrscheinlich auch nicht loswerden. Dann würde ich sagen, Regeneration bringt bei Tyranniden eigentlich nicht gerade viel, weil alles, was verloren geht, wird sofort wieder nachproduziert. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal das Säureblut. Regeneration können wir auch nicht abwerfen. Also keine zusätzlichen Erfahrungspunkte. Jetzt gucken wir erst einmal, was wir ihm geben. Verstärktes Exoskelett steigert die Gesundheit des Schwarmlordes. Zusätzlich steigert seine Synapsen auch die Gesundheit aller Tyranniden in der Nähe. Das wäre eigentlich am praktischsten. Oder wir können statt ab... Oder hier, Hormaganten, ruft statt Absorbern Hormaganten herbei. Nahkampfeinheit mit niedriger Gesundheit. Ich gehe mal in die Richtung, dann macht er mehr Schaden. Dann gehe ich beim nächsten Mal. Oder ich weiß nicht, was Bioplasma ganz verbessert habe. Ich glaube, Energie werde ich gar nichts gehen, weil das gibt hier nichts Praktisches. Also Thermaganten rufen. Tyranniden im Synapsenbereich sind immun gegen Unterdrückung. Sie stürmen in die Schlacht und springen über Deckungen hinweg. Wäre praktisch, aber das mit den Thermaganten nicht so sehr. Venatoren, das ist jetzt ein Druckfehler. Hier müsste eigentlich stehen, ruft anstelle von Thermaganten äußerst mobile Venatoren mit tödlichen Neuralfressern.
Also die sind gleich abgegradet. Explosiver Zerfall. Tyrannien im Bereich der Synapsenaura des Schwarmlords explodieren, wenn sie sterben. Das ist eigentlich lustig. Steigert die Energie des Schwarmlords und verkürzt die Ladezeit für Fähigkeiten deutlich. Das wäre eigentlich mächtig, aber gerade die beiden Fähigkeiten machen wenig Sinn. Da macht es mehr Sinn, Leben und Schaden zu steigern. Also hier erhöht den Schaden des Schwarmlords und der Tyrannien im Synapsenbereich. Fügt die Chance auf einen Schadensboost hinzu. Also da wird er richtig mächtig. Der Schwarmlord. Aber gut, ich würde sagen, das war's dann mal wieder für diese Folge. In der nächsten Folge gucken wir uns die Ordensfestung Celeon an. Bis dann.